Für Trump wie auch für die Wall Street schlägt heute gewissermaßen die Stunde der Wahrheit. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das heutige Tagesgeschehen. Denn wir werden heute absolut zentrale Daten bekommen zum US-Konsumenten. Und Sie wissen sicherlich, der US-Konsument, der sorgt für 70% des Wirtschaftswachstums in den USA. Und das Mantra derzeit ist noch in den USA, ja, wir sehen hier Abschwünge im Bereich Industrie, aber der US-Konsument, der ist robust, der gibt Geld aus, der ist gut drauf. Und dieses Mantra, das muss sich heute bestätigen, wenn 14:30 Uhr die Einzelhandelsumsätze kommen und 16 Uhr dann die Verbraucherstimmung Uni Michigan. Und wir haben Indikationen bei beiden, dass da etwas im Busch sein könnte, dass der US-Konsument nicht mehr so gut drauf ist. Und ich will Ihnen diese Indikationen mal zeigen. Was wir hier sehen zum Beispiel, das sind die Kreditkartendaten von der Bank of America, mithin also der Bank, bei der sehr, sehr viele Amerikaner Kreditkarten haben. Es ist jetzt nicht so die Wall Street Großbank wie etwa JP Morgan, aber es ist eben so eine Alltagsbank, bei der die Amerikaner sind. Und wir sehen hier, dass im August die Daten zeigen, dass hier eine massive Kaufzurückhaltung der Fall ist, dass also praktisch die Kaufneigung sehr, sehr stark eingebrochen ist. Und das korrespondiert etwa mit dieser Entdeckung, nämlich, dass die Google-Suchen in den USA nach Recession, nach Rezession massiv nach oben geschossen sind. So stark sind die Nachfragen, die Anfragen an Google über den Begriff Rezession wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Wir sehen, wie stark das hier nach oben geschossen ist. Liegt auch daran, dass eben die US-Medien immer wieder über das Thema Rezession sprechen, Abkühlung der Wirtschaft, und liegt auch an der Fed, wie kürzlich die Verbraucherstimmung University Michigan gezeigt hat. Denn die Amerikaner assoziieren automatisch Zinssenkungen, wie sie die Fed ja gemacht hat, mit einer kommenden Rezession. Denn sie sind gewohnt, dass jedes Mal, wenn die Fed anfing, die Zinsen zu senken, dann eine Rezession kam. Und die Amerikaner sagen sich jetzt, wenn dann eine Rezession kommt, dann werden wir mal etwas vorsichtiger mit den Ausgaben. Man hat ja ohnehin kaum Polster. 40% der Amerikaner können praktisch keine 1000 Dollar Zusatzausgaben im Jahr verkraften. Das muss man sich vorstellen. Also alles sehr, sehr knapp auf Kante genäht. Und was wir hier sehen, das war das letzte Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Eben 89,8, massiver Absturz. Das war, glaube ich, der größte Absturz seit fast einem Jahrzehnt, den wir hier gesehen haben. Und die Leute haben gesagt, okay, Handelskrieg auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber Furcht vor Rezession und vor allem der sogenannte Fiscal Cliff, also die steuerliche Klippe. Denn es ist so, dass bestimmte Abzugsmöglichkeiten von der Steuer jetzt nicht mehr gegeben sind. Faktisch ist jetzt in 2019 die Steuerlast für die Amerikaner trotz Steuerreform gestiegen, nicht für die Unternehmen, aber eben für die Privatleute. Und das hat sich hier in dieser miserablen Stimmung durchaus niedergeschlagen. Wir haben gestern Daten gehabt, die so ein bisschen untergegangen sind im Kontext von Mario Draghi, nämlich die US-Verbraucherpreise. Und wir sehen hier, in der Kernrate sind die um 2,4% gestiegen. Das ist der größte Anstieg seit 11 Jahren, muss man sich mal vorstellen. Wir sehen also, dass offenkundig die Inflation entgegen der Meinung von Donald Trump doch deutlich nach oben geht jetzt. Und das ist für die Fed natürlich ein Thema, ein Problem, denn dann muss sie irgendwo in einen ansteigenden Inflationszyklus reinsenken. Das ist schlecht möglich auf Dauer. Deswegen ist eben jetzt die Frage, ob die Wall Street mal zur Kenntnis nimmt, okay, wir haben hier deutliche Anstiege von Inflation. Wir sind deutlich über der 2% schon seit 3 Monaten. Und wenn wir uns das hier mal anschauen, dann sehen wir hier, die Arbeitslosigkeit in den USA ist gefallen, gefallen, gefallen. Da sind wir so bei 3,7. Und auf der anderen Seite, die Löhne sind nicht wirklich gestiegen. Eine Grafik, die so ein bisschen das Dilemma der amerikanischen Konsumenten auf den Punkt bringt. Apropos Dilemma, wir hatten gestern ja Aussagen von Mario Draghi. Und wir schauen uns mal hier die Inflationserwartungen an in der Eurozone. Also wir switchen jetzt von den USA in die Eurozone. Hier sehen wir die Inflationserwartungen, hier sehen wir die Bilanzsumme der EZB. Und als man mit dem Quantitative Easing 2014 begann, da ging natürlich die Bilanzsumme nach oben. Jetzt ist die EZB auf die grandiose Idee gekommen, das wieder einzuführen mit 20 Milliarden. Man hat maximal 9 Monate Zeit, aber wir sehen, die Inflationserwartungen sind trotz dieses QE weiter gefallen. Es ist also nicht wirklich das, was die EZB erreichen will. Es ist eigentlich ein Beleg dafür, dass all das, was die EZB tut, praktisch total wirkungslos verpufft. Gestern hat Draghi einen sehr, sehr interessanten Satz gesagt, der so ein bisschen untergegangen ist auch.
weil man sich eben auf QE etc. so fixiert hat. Er hat gesagt, Negativzinsen können negative Effekte haben oder haben negative Effekte, aber sie haben auch positive Effekte, aber die kommen nur zum Tragen, wenn die Fiskalpolitik sozusagen mit dazukommt. Und damit meinte Mario Draghi, liebe Länder, Geldpolitik allein schafft es nicht. Ihr müsst hier mit unterstützen, ihr müsst mit Strukturreformen, was praktisch Steuererleichterungen meint, was Stimulus meint. Der Staat muss also Stimulus betreiben, nicht nur die EZB. Das war die Aufforderung gestern von Mario Draghi. Und es zeigt, dass eben der Köcher leer ist, der EZB. Und jetzt die Staaten helfen müssen, sonst wird die ganze Geschichte nicht mehr funktionieren. Wir haben, apropos Trump, das wollte ich Ihnen noch zeigen, hier Jobverluste in den sogenannten Swing States, in den Staaten, also die viel Manufacturing haben. Das ist ja derzeit der Bereich, der unter Druck ist, also praktisch die Industrie. Und das sind vor allem Staaten wie Pennsylvania, wie Wisconsin. Das sind die Staaten, die 2016 den Ausschlag gegeben haben für die Wahl von Donald Trump. Denn die sind an Trump gefallen, relativ knapp, aber überwiegend eben komplett an Trump gefallen. Das sind Staaten, die mal zwischen Demokraten und Republikanern hin und her pendeln, daher von absolut zentraler Bedeutung. Dementsprechend ist das sehr, sehr wichtig, was da passiert. Und wir sehen hier die Jobverluste, etwa in Pennsylvania, in Wisconsin. Wir sehen hier auch in Texas, dass der Shale-Boom weniger Arbeitskräfte jetzt beansprucht. Also all das sind Faktoren, die jetzt derzeit eine Rolle spielen. Wir schauen uns mal an, was in den Charts der Fall ist. Da sehen wir hier, die Charts waren von, wie hieß das Unternehmen, habe ich jetzt vergessen. Da sehen wir den S&P 500 bei 3016 Punkten. Wir haben heute Feiertag in China, kein Handel, nur Japan ist am Start, deswegen alles sehr, sehr dünnvolumig. Wir sind an dieser 3020er Marke, die ich gestern auch im Webinar thematisiert hatte. Wir haben den Dow Jones bei 27.241. Wir haben hier also so eine etwas volatile Seitwärtsbewegung jetzt auf erhöhtem Niveau, aber wir werden sehen, wie jetzt eben vor der FED nächsten Mittwoch und vor allem vor den heutigen Daten, die ich für absolut zentral erachte, die Lage sich weiter entwickeln wird. Wir sehen hier Euro-Dollar 1,1072 mit dieser Bodenformation unten das Tief eingestellt, hier aus Anfang September, hier genau dieses Hoch erreicht, das wir ebenfalls Anfang September hatten. Wenn wir darüber gehen, dann dürfte der Euro seinen Boden gefunden haben. Wir sehen, dass Gold weiter knapp unter der 1500er Marke handelt und das Crude Oil sich bei 55 Dollar hält. Also, absolut kritischer Tag heute. Die Erzählung, das Narrativ ist jetzt auf dem Prüfstand, dass der US-Konsument robust sei, dass wir ein bisschen Schwäche haben im Bereich Industrie. Aber was ist schon Industrie? Die ist in den USA praktisch nur zu 17% vertreten. 83% ist Dienstleistung. Dienstleistung hat aber eine weniger höhere Wertschöpfung pro Stunde, deswegen nur 70% am BIP-Anteil. Man sieht also, dass Dienstleistung absolut zentral ist und wir werden heute eben sehen, wie die Amerikaner aufgestellt sind. Das wird psychologisch möglicherweise ein ganz entscheidender Punkt. 14:30, 16 Uhr sind Einzelhandelsumsatz und Verbraucherstimmung Uni Michigan. Werden die Amerikaner jetzt vorsichtiger in Sachen Rezession, dann wird es für die US-Wirtschaft, die hochgehebelt ist, die hochverschuldet ist, der US-Konsument ist hochverschuldet, die Unternehmen sind hochverschuldet. Es basiert alles darauf, dass die ganze Sause weitergeht. Und wenn die Sause plötzlich durch Kaufzurückhaltung nicht mehr weitergeht, dann hat Trump ein Thema, dann haben die USA ein Thema. Wir werden sehen, wie die Zahlen ausfallen bei Finanzmarktwelt. 14:30 und 16 Uhr werden Sie geholfen. Jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste und sage Servus und Ciao.